Lucia ist begeisterter Tiefeinstiegsfahrer und bringt uns das neue Velo de Ville in Rot mit dem neuen Best-3-System von Bosch. Und wir haben ja gerade eben haben wir gezeigt, ein Tiefeinsteiger höchster Güte. Das Fahrrad kostet 3.750 Euro. Genau, ja, das ist auch nicht besser. Warte mal, drehst du mal ein bisschen zu mir? Ja, du musst das immer gut vorbereiten, wenn ich hier filme. Velo de Ville AEB 890 Smart. 3.750 Euro. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man immer sagen, denn ihr dürft keine Äpfel mit Birnen vergleichen. Der Teufel liegt im Detail. Das fängt an mit der Bereifung, mit der Auswahl des richtigen Motors. Hier in dem Fall ein Performance-Line drin, weil viele Leute lieben den Performance-Line, grüß dich Tobi, weil er so leise ist. Genau, er ist sehr leise, er verbraucht auch ein bisschen weniger Strom als der CX und mit 75 Newtonmetern ist er mittlerweile auch richtig, richtig stark. Also Performance-Line, der Name ist da schon Programm. Der reicht völlig aus. Das war sowieso mal ein Mountainbike-Motor, der hin drin kommt. Aber dieses leise Fahren, wenn man hier Probe fährt und hat einen CX und einen Performance-Line hier in Kaiserslautern, das hört man richtig, oder? Ja, also der ist schon deutlich leiser. Es ist beim CX ein hochfrequentes Sirren, ne? Wenn der halt belastet wird. Irgendwoher muss die Power ja, das ist wie bei großen Motoren. Ja, der hat auch nur 10 mehr. Du kannst den CX sogar auf die Leistung vom Performance-Line bringen. Ja. Nee, 75 Newtonmeter, kannst du einstellen. Also der alte CX meinst du das? Ja, nee, der neue auch. Das geht auch. Ja, klar, du kannst den neuen CX quasi runtergraden, ja. Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel will, dass der Akku länger hält, das machen viele, dann machen die sogar den CX mit der Power vom Performance Line. Genau, also du kannst ja mit dem smarten System kannst du auch selbst ganz viel dran rumspielen. Kannst dir zum Beispiel selbst den Turbo-Modus mal sperren. Falls du da öfter mal in Versuchung kommst, kannst du sagen, okay, der ist jetzt einfach nicht mehr auf meinem System installiert. Also da gibt es ja mittlerweile ziemlich viele Möglichkeiten, wie man das Ganze individualisieren kann. Ja, was Neues ist der Performance Line, überhaupt dieser Motor in dem neuen smarten System, in dem Best 3 von Bosch. Das ist dahergekommen mit einer Leistungserhöhung um 10 Newtonmeter. Wir haben es eben kurz gesagt, merkst du die im Alltag? Also ich ehrlicherweise nur wenig. Also wenn ich es weiß, dann kann ich mir vorstellen, dass ich es merke. Ich finde, der alte ist auch richtig gut gefahren. Also ich war auch ein Fan vom alten Performance. Aber gut, mehr Leistung kann man ja mal mitnehmen. Kann man mitnehmen. So, man kann ihn immer noch sperren. Laufradgröße 28 Zoll. Dann die Bereifung haben wir eben schon gezeigt. Sehr schnell. Schnelle Bereifung, die kann man ändern. Das heißt, wenn jemand jetzt nur auf Feldwegen unterwegs ist, die glitschig sind, da kann man noch was tun. Genau, also du kannst hier auch eine leichte Mountainbike-Bereifung wie ein Smart Sam zum Beispiel fahren, wenn du das lieber haben möchtest. Also da kannst du durchtauschen, wie du willst. Velo de Ville, wo werden die gebaut? In Deutschland? Ja, der Lucien war auch vor kurzem mal das Werk besichtigen. Ich glaube, Altenkuhle heißt das Örtchen. Altenberge. Das ist 15 Minuten von, oder ja, je nachdem wie du fährst, Viertelstunde von Münster weg, ne? Die Fahrradhochburg schlechthin. Und da haben die ein großes Werk, wo die auch selber lackieren und pulvern und die Räder halt zusammen assemblieren. Assemblieren, zusammenbauen. Ja. So, hier siehst du Nexus, eine Nabenschaltung. Genau, wir haben halt öfters den Bedarf von vielen Kunden, die sagen, oh, hier mit Kettenschaltung, ich will es eigentlich nur drehen, aber halt in Violo ist mir dann mit meistens 5.000 Euro zu teuer oder 6.000. Wir hätten gerne was Preisattraktives, wo halt trotzdem Drehgriff ist. Und da ist die Nexus super, weil die auch die Kraft aushalten kann von einem Performance-Line, der 65, 75 Newtonmeter macht. Ne? Die Übersetzung mit 263% reicht auch vollkommen, weil der ja in der Kombination mit dem Motor jeden Berg halt hinter sich lässt. Ja, es ist keine stufenlose Schaltung, deswegen hier die Digitalanzeige. Du hast also praktisch die Gänge, die siehst du auch hier in Ziffern nochmal drin. Das heißt, wenn du da reingekommen bist, dann wird das jeweils angezeigt und du hast die Möglichkeit, den immer noch aufzurüsten, sogar auf einen Carbonriemen. Das kann man ändern. Ja, kann man bei uns machen. Ich glaube, der Riemen selber ist nicht so ganz günstig. Es liegt schon so bei knapp 300 Euro. Aber wir haben hier dieses Glied hier, wo man aufmachen kann, wo der Rahmen ja einmal unterbrochen wurde hinten im Hinterbereich. Und da kann man den Riemen einbauen, wenn das gewünscht ist. Wenn man sagt, komm, hier Kette geht mir zu oft kaputt oder schmieren und reinigen ist mir zu blöd. Übrigens, es gibt auch digitale Anzeigen, die analog sind, die also nicht computergesteuert sind. Deswegen habe ich gesagt, hier stehen Zahlen. Das Ganze gibt es ja auch mit Strichen zum Beispiel, die auf Zahlen gehen und so weiter. Also du siehst hier richtig Zahlen für Leute, die noch auf Gänge stehen. Jo. Das wird hier angezeigt. Dann das Schutzblech, aus welchem Material? Das ist aus Kunststoff von der Marke SKS. Also
die, ich glaube, die am meisten Schutzblech überhaupt bauen, auf jeden Fall in Deutschland, sieht man halt sehr oft, ne? Auch wenn die manchmal umgelabelt sind, aber es ist oft immer SKS dahinter oder halt im Nachrüstbereich, im Aftermarket. Hier sieht man sogar, hier steht SKS drauf, also namhaft dann, was ist das hier für ein System? Das geht, ist ein Schnellmontagesystem, oder? Für genau, Körper. Hier die Adapterplatte, das ist das neue Snap-It-System, von wem ist das nochmal? MIG, glaube ich, oder? Oder ist das Ragtime? Das ist, glaube ich, tatsächlich Ragtime, ich bin auch gerade unsicher. Also funktioniert, kann man das mal zeigen, wie das geht? Einmal nur kurz, weil die Taschen an der Seite, das ist, glaube ich, sogar mittlerweile genormt. Die werden nur drauf geklippt, oder? Genau, die werden so reingeschoben. Da macht es Klick und dann kannst du am Korb das Rad quasi hochheben. Und hast aber trotzdem noch hier diesen Spanner, weil den doch viele Leute noch manchmal wollen. Wo du halt schnell mal, keine Ahnung, das Flit oder die Zeitung drauf machen kannst. Das Flit? Jo. Kommst du aus dem Saarland? Du auch. Nee, ich bin in Rheinland-Pfalz geboren. Also ich bin Koblenzer. Du bist in Koblenz. Ja, aber ich wohne ja schon jetzt seit gefühlten 100 Jahren im Saarland. So, das kommt da drauf und ist drin. Und ziehst jetzt mal am Korb hoch, da kann man es richtig sehen. Das ist halt eine Schiene. Genau. Achso, ist in der Schiene drin. Du hast nichts drauf. Das dann jetzt geht's. So. Das heißt, der ist so feste dran, dass er wirklich hält, auch bei Rüttelstrecken. Der Korb geht nicht verloren. Was besonders wichtig ist, bei Hunden, es gibt nämlich auch Hundekörbe. Genau, Hundekörbe. Dafür, oder Korbe, ja genau, Körbe. Es sind viele Leute, die machen da noch Seitentaschen dran, Korb, alles rein, erledigen ihre kompletten Einkäufe damit. So, und jetzt wird erstmal der Sinn eines Tiefeinstiegs klar, oder Tobi? Genau, weil wenn du jetzt in dem Korb hinten noch ein bisschen Material drin hast, das nach oben auslädt, da willst du nicht mehr mit deinem Bein drüber steigen, da steigst du dann schon lieber durch den Rahmen. Nimm mal gerade so eine grüne Tasche, würde die jetzt hier dran gehen? Hier so eine Seitentasche, die da hinten hängt? Die, oder hier eine. Das ist nämlich cool, das Gepäckträgersystem, wenn man denn doch mal zum Aldi fahren will oder zum Globus, dann kann man die einfach dran machen. Das ist genormt. Die ist jetzt auch schon fest. Die ist auch schon fest. Ich würde jetzt noch den Hebel ein bisschen einstellen wollen, dass es nicht abklappen kann seitlich. Und hier die Greifer noch auf den Gepäckträger einstellen, aber fest wäre sie jetzt erstmal. Jetzt sieht das Rad viel geiler aus, finde ich. Ja, jetzt sieht es aus wie ein richtiges Nutzfahrzeug fast schon. So, und das ist ja das, was die meisten Leute damit machen. Der tiefe Einstieg hat natürlich auch riesen Vorteile, wenn ich dann doch mal einen Rock fahre als Frau, oder? Ja, genau. Also du hast hier ja auch noch einen ordentlichen Kettenschutz drüber, dass dich da auch nichts verfangen kann. Und klar, du musst natürlich nicht übers Oberrohr steigen. Man muss nicht drüber steigen. Du hast eine richtig tolle Bremsanlage, die auch bei Regen gut funktioniert. Genau, die MT200, die absolute Standardbremse von Shimano im Scheibenbremsbereich. Bewährtes System, funktioniert einfach super. So eine Stahlfeder wie bei Autos drin. Das heißt, also es gibt ja zwei Federsysteme. Es gibt eine Luftfeder, es gibt sogar drei, eine Polymer, eine Luft, eine Stahlfeder. Hier haben wir eine Stahlfederung. Genau, ganz klassische Stahlfederung. Ich glaube, wir haben 6 cm Federweg, also schon ordentlich. Und was bei der Stahlfeder halt einfach easy ist, ist halt die Handhabung und die Wartung. Wartung fällt nämlich quasi aus. Ab und zu mal die Standrohre sauber machen, reicht da im Prinzip schon aus. Da ist aber kein Luftdruck einzustellen, gar nichts. Was cool ist hier noch eine Feder. Die ist sogar richtig schön zu sehen, dass es eine Feder ist. Und das ist Hightech, oder? Genau, das ist Hightech. Das ist eine bei Schulz Parallelogramm-Federsattelstütze. Aus Saarbrücken. Aus Saarbrücken. Die haben wir tatsächlich auch nachgerüstet jetzt bei dem Rad. Einfach mal so als Demo-Zweck, wie wir es jetzt auch mit dem Körbchen machen. Die ist nicht günstig, also wirst du mehr als 200 Euro in die Hand nehmen müssen. Wozu ist die gut? Was macht die? Da machst du eigentlich aus jedem Fahrrad einen Fully mit. Also hast wirklich, vom Federkomfort. Hast wirklich, genau, keine Schläge mehr im Rücken. Und das ist jetzt auch die lange Version, also mit einer richtig großen Feder. Sag mal bitte, wie das geht. Du bist jetzt ein schwerer Mann. Was wiegst du heute? 70? Ja, so ungefähr. 70 Kilo? Für mich wäre das jetzt tatsächlich schon ein bisschen zu stark, die Feder, die drin ist. Aber man sieht es trotzdem, die federt wunderbar nach hinten weg. Das ist eine richtig komfortable Sattelstütze. Hält die lang, die Feder? Ja, die hält sehr lang. Also das ist eine ordentliche Werkzeugstahlfeder. Da passiert nichts mit. Es gibt da noch einen Punkt zu beachten. Das haben wir oft im Verkaufsgespräch, wenn die Leute sagen, oh, ich will so eine Schulz haben. Ja, können wir machen. Aber, und zwar habe ich ja hier diesen Punkt hier, wo steht's? Hier LT, ne? Das ist die neue Long Travel. Warte. Ich komme darüber. So, LT. Steht für Long Travel. Das kann nicht jeder fahren, der ein bisschen kleiner ist, ne? Weil die Länge ist... Achso, halt der wird zu lang. Genau. Okay, da gibt es noch eine Short Travel. Genau, die Short Travel Version, die reicht, ist auch schon sehr komfortabel und die ist dann, verbauen wir oft bei kleinen Rahmen. Hier ist jetzt ein mittlerer Rahmen, da haben wir mal die längere geholt, um auch den Unterschied mal ein bisschen zu zeigen. So, nimm das Fahrrad mal bitte runter und zeig mal bitte, warte mal, ich film gerade noch ein Schild ab.
Dann habe ich das. Das ist nämlich die Sattelstütze, 209 Euro. Hier kann ich noch laden, ne, wenn ich den Akku nicht Warte, ganz will. Kurz, ganz sofort die Ladebuchse, das ist das Fahrrad und da haben wir die Ladebuchse. Nimm es mal runter. Das ist der Intyp-Akku. Ich kann es rausnehmen. Ich kann sogar den Akku rausnehmen als Diebstahlschutz. Kann den mitnehmen, in mein Körbchen einfach reinmachen, zur Arbeit mitnehmen. Denn ohne Akku haben die meisten Diebe schon keinen Bock mehr. Und jetzt setze ich mal drauf. Und dann sieht man sehr schön, wenn du dich jetzt draufsetzt, das geht nämlich richtig schön. Dann hast du so eine Art Einfederweg, der ist grundsätzlich schon mal da. Und der soll ja in beide Richtungen federn. Das ist der negative Federweg, den bestimmt die Feder dann, die Stärke. Genau, also für Lucien wäre die Feder jetzt, glaube ich, sogar zu weich. Also die rote müsste die softe sein. Da müsste man halt eine individuelle nehmen für das Gewicht. Da bietet bei Schulz ja fünf oder sechs verschiedene an. Und da findet halt jeder genau die Feder, die zu einem passt, dass man auch nicht zu weit einsinkt, wie jetzt zum Beispiel, sondern dass es halt wirklich passt. In der Praxis ist das schon sehr angenehm, oder? Der geht jetzt ein bisschen weit zurück, wie man hier sieht. Also das wäre das Körbchen, müsste man dann ein Stück zurück machen. Kann man das anpassen eigentlich, die Platte? Das kannst du ein bisschen anpassen, aber wie gesagt, den extremen Federweg hast du jetzt auch, weil es einfach ein bisschen zu weich ist. Ja, halt mit 75 Kilo. Du bist so schwer, Lucian. Genau, das Ding ist ja auf 45 bis 65 Kilo ausgelegt, das heißt die softe Version. Du kriegst für jedes Gewicht eine eigene Feder. Genau, es gibt da fünf Stufen. Ne? Geht bis 130, 150 Kilo, ne? Das heißt die extra harte, dann gibt es noch die harte, also es hat dann auch so extra Farben, rot ist soft, gelb ist dann medium oder mittel und dann rot, grün halt Standard. Toll, also Ville de Ville, tolles Fahrrad für einen sinnvollen Preis. Was kostet das Körbchen? Kostet 115 Euro. Ja, ist ja auch aus Gold. Nee, ist auch ein bisschen besser aus. Ich glaube, das sind diese Reisentäl-Dinger. Ist schon, was da teilweise aufgerufen wird, ja. Ist schon, sind da Leute schon ein bisschen, dass sie sagen, oh, für einen Korb 115 Euro? Ja, das kommt schon öfter mal. Und das sind vor allem die Leute, die halt noch keinen günstigen sich gekauft haben. Weil den günstigen, den wirst du eine Saison haben und dann wirst du doch wieder kommen. Du wirst uns zum Mond schießen, weil das ist ein spezieller Fahrradkorb. Ist genau angepasst. Da kannst du auch große Sachen reinmachen, kleine Sachen. Und du meinst, er hält. Der hält und was auch noch eine schöne Geschichte ist, was immer wichtiger wird. Achso, die haben den aus den Körben gemacht, die weggeschmissen worden genau. sind. Genau, der ist aus Billigkörben gemacht. Sehr schön. Nee, Spaß, oder? Ich habe zuerst gedacht, oje, komm, ey, für einen Korb, ne, so und so viel. Aber die Katja hat zum Beispiel auch so einen Korb, wo die halt immer ihre Einkäufe und Sachen reinmacht. Und die Billigkörbe sind immer nach einem Jahr durch. Da reißt irgendwo was und schmeißt man die weg. Den haben wir jetzt seit, keine Ahnung, 3-4 Jahren, an dem ist nichts dran. Also nichts dran. Macht schon was aus, weil die Belastung immer. Ne? Es gibt ja auch eine 6-wöchige Übergabegarantie, dass man auch sicher ist, nee, ihr habt ja 2 Jahre. So, da sind wir Reisen. Reisentel kennt man ja aus dem Kofferbereich. Also da sind die, glaube ich, fit, oder? Ich kannte die tatsächlich bis vor kurzem nicht. Also ist anscheinend. Doch, wenn du mal in so typische Lederwarengeschäfte gehst, ja. Da findet man diese Marke als Reisezubehör. Genau, und ist halt auch tatsächlich Reisezubehör fürs Fahrrad, Reise- und auch Alltagszubehör. Ist halt einfach eine Qualitätsstufe, die ein gutes Stück drüber ist, was du halt sonst günstig bekommst. Also das war ein kurzer Einblick, ja nur, wir können ja nicht immer alles zeigen, aber wenn ihr das Fahrrad haben möchtet, kommt bitte nach Kaiserslautern, Glockenstraße 4 in Kaiserslautern in der Pfalz. Danke fürs Einschalten. Wir sind bei Konrad Greenbikes. Heute ist der 14. Juni 2023. Tschüss. Ciao.